erstmal an den Tegernsee. Wie so oft. Da feiern wir drei Geburtstage. Unserer Maxi-Hirn, unserer großen Hirn und meinen. Ich hatte ja nur letzte Woche Geburtstag. Ja. Und dann geht's, also wir bleiben nicht die ganze Woche am Tegernsee, sondern nur bis Sonntag. Und dann fahren wir weiter. Und es geht auf jeden Fall südöstlich. Und dann nehmen wir euch mit. Und bleibt gespannt, wo es hingeht. Wir sagen nur so viel. Es ist viel privat, aber auch viel für unser Geschäft. Ja. Also für unsere magische Stuhlaufnahme. Genau. Es hat sich ganz viel getan. Und wir schätzen mal, dass wir einen Frühling finden werden. Bei uns waren es jetzt noch einmal Schneeschauer und kalt, Frost. Ja. Eine Woche Ruhe. Gott sei Dank. Und die nehmen wir uns jetzt auch. Kaiserwetter. So macht Urlaub Spaß. Richtig. Wir sind mal am Aachensee mit den Kindern. Wie ihr seht, habe ich einen Mr. Kuschel mit dabei. Den muss ich tragen. Oder will ich tragen. Grund war, dass wir nach Österreich gefahren sind, dass wir noch ein paar Schuhe gebraucht haben. Und da haben wir so einen Spezialshop in Brixleck. Einige Zuschauer wissen das, was dort hergestellt wird. Gießweinschuhe. Ich trage sie sehr gerne, weil sie sehr angenehm sind. Schön warm. Wir haben alle in der Familie Gießweinschuhe. Und jetzt haben wir noch einen Zwischenaufenthalt mit Mittagessen am Aachensee gemacht. Wir waren am Stellplatz, Campingplatz Aachensee, aber die Gaststätte hat geschlossen. Und da ist hier vorne der Fischerwirt. Und da war es noch sehr lecker. Und preiswert. Das hätten wir hier drinnen nicht gehabt, so preiswert. Alles gut. Aachensee ist eigentlich immer eine Station für uns, wenn Richtig. Wir am Tegernsee sind. Erst für unsere Maxi, hier ist ein Spielplatz, hier kann sie baden gehen. Also hier kann man mit Kindern sehr gut verweilen. Richtig. Aber auch ohne Kinder. Ja, heute Nachmittag noch mal ein bisschen Tegernsee, mal sehen. Vielleicht gehen wir noch mal zum Poststübel, weiß ich noch nicht. Und dann heute Abend noch mal ein gemeinsames Abendessen. Und wir fahren morgen weiter. Morgen geht es weiter, ihr bleibt dran. Genau. Wo wir hinfahren. Ja, ich sag mal so, der kleine Gardasee. Da waren wir nach Griechenland, haben wir dort eine Zwischenstation gemacht. Bis dann. Mit ihrem Mann. Ja, wunderschön erlebt. Erlebnisse gehabt, waren mal schnell in Österreich.
das haben wir aber schon erzählt, dass wir. Genau. Das habt ihr ja schon gesehen. Jetzt geht's nach Slowenien. Der erste Stopp wird Bled sein. Genau. Wetter ist heute nicht ganz so toll wie gestern. Aber es regnet nicht. Das ist die Hauptsache. Hauptsache es bleibt trocken. Genau. Wir melden uns, ne? Richtig. Willkommen in Bled, Slowenien. Das war das Ziel unserer Reise. Erste Zwischenziel auf der Auslandsreise jetzt. Wir sind vom Tegernsee bis hierher 3,75 Stunden gefahren. Fahrt verlief problemlos. Selbst die A8 in Deutschland war heute problemlos zu fahren, war wenig Verkehr. Also von der Seite her alles klar. Wir wollten ursprünglich in Bled auf den Campingplatz, wo wir schon mehrfach gewesen sind jetzt. Aber das haben wir heute früh festgestellt, der hat zu. Was macht man? Die Apps auf und guckt, was es so gibt. Und siehe da, Bled hat mittlerweile einen Stellplatz für 35 Fahrzeuge oder 45, weiß ich jetzt nicht genau. Und da stehen wir jetzt, haben schon frisch Fähr und entsorgt. Und ja, ich zeige euch jetzt mal kurz den Stellplatz. Der ist unmittelbar im Stadtzentrum. Ich sehe von hier aus die Burg vom See, also alles sehr nah. Breite Zufahrt, hier ausgewiesen als Stellplatz. Und hier rechts und links der Straße sind die Stellflächen. Und hier haben wir die Preistafel vom 1.10. bis 31.03. kostet die ganze Geschichte 20 Euro inklusive 6 Kilowattstunden Strom inklusive 150 Liter Wasser. In der Mittelsaison vom 1.4. bis 30.06. vom 1.9. bis 30.09. 25 Euro und in der Hochsaison, na klar, da langen sie richtig zu, 40 Euro, aber eben auch mit 6 Kilowatt Stunden Strom und 150 Liter Wasser. Bezahlen kann man hier am Automaten. Nimmt keine Karte, aber Bargeld. Man kann an dieser Taste problemlos in den Sprachen rumswitchen und dann entsprechend bezahlen mit Münzen oder mit Scheinen. Das funktioniert ganz gut. Ja. Hier ist die Entsorgungsstation mit Wasser und Fäkalien- und Grauwasserentsorgung. Ja, man erhält so eine Karte und mit denen geht man an den Scanner und dann ist der Wasseranschluss freigeschaltet. Der Stellplatz selbst ist auf der einen Seite asphaltiert, auf der anderen Seite dann mit Sandschotter versehen und auf der anderen Seite beide Flächen mit Sandschotter versehen. Praktisch hier davor sind auch noch Stellflächen ausgewiesen, auch Stromsäulen vorhanden, sodass man dort problemlos den Strom auch ziehen kann. Ja, sehr international geprägt, die Nutzer jetzt Italien, Deutschland, Niederlande, Slowenien. Hier sind zwei Slowenen, die sicherlich das Wochenende hier verbringen. Man steht mitten eines Wohngebietes. Oder Ferienwohnungen oder was weiß ich, was das hier sind, können natürlich auch Arbeiterwohnungen sein. Und auf der gegenüberliegenden Seite ein bisschen Kleinindustrie, Reifendienst, Werkstatt. Ja, hier bleiben wir jetzt eine Nacht und dann geht's weiter. Wohin? Zeige ich dann natürlich wieder im Video und freut euch
auf unsere Reise und was wir da alles noch so erleben. Ja, Strom ist problemlos, werden wir dann nochmal eventuell sogar mit Strom heizen, wie ich die Sache so sehe. Weil wir haben eine Säule gefunden, da sind jetzt noch 5 Kilowatt drauf, unsere 6 Kilowatt dazu. Dann haben wir 11 Kilowatt und die kriegen wir, glaube ich, bei den Temperaturen. Wir haben um die 15 Grad. Hier, nicht alle. Da ist meine Ela, die dillert am Handy. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe die Biene fotografiert, wie sie hier draußen ist. Genau. Und, wie war die Fahrt? Entspannt. Bist aber froh, dass du da bist. Ja, es ist auf jeden Fall so. Ja. Das wäre wie 4 Stunden, 3 Stunden am Stück. Das windet dann doch ein bisschen. Und wir machen uns jetzt nochmal fertig. Und dann machen wir runter. Da ist unsere Biene. Die europäische Reisekatze. Und unsere Scooter haben wir auch schon fertig gemacht. Und bei ihr merkt man, Reisen hält jung. Sie wird 19 Jahre alt, ist nicht krank, hat gar nichts. Also ich denke mal, die lebt noch 19 Jahre. Richtig. So, die Scooter sind schon fertig. Wir haben sie nochmal an die Strippe gehangen und können damit jetzt runter in den See fahren. Mal sehen, ob wir eine Runde um den See schaffen. Sicherlich nochmal irgendwo einkehren, ein Eis essen oder sowas. Gell? Und dann, ja, werde ich heute Abend das Video schneiden und schon einen ersten Teilbeitrag hochladen. Bis dann! Hier ist der Beleg vom Stellplatz, den man ausgedruckt bekommt. Und mit diesem Code geht man ran, drückt, wo man ist. Und wie Sie sehen, funktioniert es nicht. Weil es belegt ist. Naja, vielleicht, weil noch genug drauf ist und man nicht noch zusätzlich aufladen kann. Das kann natürlich sein, aber wenn es alle ist, werden wir es dann nochmal zeigen. So. Wir machen eine schöne Runde um den Bledersee. Wir haben unsere Scooter rausgeholt. Hier stehen sie. Wir schaffen es auch wieder zurück. Mal hochmachen. Und den Blick haben wir gerade. Ein geiler Blick. Wir waren ja nun schon einmal im Sommer hier. Im Herbst hier. Und jetzt sind wir im Frühling hier. Genau. Also ist zu jeder Jahreszeit empfehlenswert, nach Bled zu fahren. Das müssen wir ja mal im Winter herfahren. Ja. Okay. Also das müssen wir auch mal machen. Ja, also schön. Wir waren jetzt in der Nähe vom Zeltplatz in so einem Restaurant. Haben dort mal kurze Mittag, spätes Mittag, frühes Abendbrotessen gemacht. Und was wir sagen wollten, der Campingplatz Bled hat erst ab April bis Oktober offen. Aber es gibt jetzt einen ganzjährigen Stellplatz. Den habe ich ja schon vorgestellt. Ach, den hat sie jetzt schon vorgestellt. Genau. Also man kann, und dann läuft man eigentlich 5 Minuten bis in die Stadt. Also es ist alles super hier. So, jetzt fahren wir nochmal vor Richtung Bled und mal gucken, was wir dort noch so sehen. Ja. Bis bald. Thank you.
Wir sind noch mal ins Städtchen gegangen. Ich hoffe, ihr seht uns. Ging hauptsächlich, weil die Burg da oben so beleuchtet ist. Das wollten wir gerne noch mal mitnehmen. Ja, meine Ella friert. Ich nicht so sehr. Ich habe Handschuhe an. Aber ich denke mal, es ist noch zweistellige Temperatur. Also es ist kein Wind mehr und damit wird es gleich deutlich angenehmer. Aber hier sind jetzt auch schon die Bordsteinkanten hochgeklappt. Gell? Mal sehen, wenn wir jetzt hier vorne in Richtung Städtchen kommen, ob da noch mehr los ist. Aber hier ist tote Hose. Naja, es war halt nur ein Kurzaufenthalt im Blät. Morgen geht's weiter. Hast du noch was? Mm-mm. Mal schauen mal.